So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute möchte ich einen Levelaufstieg machen noch. Ich stehe nämlich jetzt kurz vor Level 37 mit dem Community-Account. Dazu muss ich einfach eine Folge jetzt machen und die reinquetschen, dass ich die Geschenke wieder öffnen kann, dass die Leute, die die Geschenke geschickt haben und dabei mitgeholfen haben, wieder gezeigt werden, dass alles seinen Gang geht, jeder genannt wird, jeder gezeigt wird, wir Level 37 eben erreichen, dann werde ich noch ein bisschen entwickeln, da müsst ihr dann nicht mehr dabei sein und aus aktuellem Anlass möchte ich auch kurz noch was erwähnen, es geht nämlich jetzt um die, ich habe letztens ein Video hochgeladen, Raids trotz Ausgangssperre und habe eigentlich eine Umfrage gestartet, beziehungsweise wollte eure Meinung dazu. Es gab ja Leute, die wurden aufgegriffen, die hatten Ausgangssperre, sind raus und haben Raids gemacht und bam, ne, muss ich nichts dazu sagen. Dann gibt's Leute einfach, bei denen ist keine Ausgangssperre, die gehen aber trotzdem nicht raus und machen keine Raids. Es ist ihnen zu unsicher, sie haben da Angst, aufgrund der momentanen Lage. Dann gibt's die Leute, die sagen, ja gut, ich muss ja eh mit dem Hund raus und da kann ich auch, wenn da ein Raid ist, den noch mitnehmen zwischendurch, verbinde ich mit einem Spaziergang, den ganzen Tag in der Bude hocken will man ja auch nicht. Man muss ja auch mal raus, mal frische Luft schnappen, mal ein bisschen unter die Sonne gehen. Jetzt haben das die Leute natürlich wieder in den falschen Hals gekriegt. Da gab es wieder einige Hater, die ankamen und rumgemault haben. Der gehört verboten, denn sein Kanal muss gesperrt werden und sonst was. Was der für Scheiße labert und meldet den doch bitte mal alle und total übertrieben. Ich frage mich, wegen was? Ich wollte eure Meinung dazu. Ich habe nicht gesagt, dass ihr gegen das Gesetz verstoßen sollt oder irgendwas Behindertes. Ich wollte einfach nur wissen, wie ihr dazu steht, wenn aktuell das jetzt so ist und ihr halt nur noch so bedingt raus dürft. Verzichtet ihr auf Raids jetzt schon? Macht ihr dann trotzdem Raids, aber verbindet das mit irgendwelchen Unternehmungen selbst? Es geht ja nicht nur direkt um Raids, es ging ja generell um Pokémon. Ihr könnt ja trotzdem auf dem Weg zum Supermarkt die App anhaben und da einfach einen Stop drehen und ein Pokémon fangen, was da rumsitzt. Ob ihr also trotzdem spielt oder ob ihr das Spiel erstmal sein lasst und gar nichts macht. Ich wollte einfach nur Meinungen dazu wissen. Und dann kommen Leute so, ja, anstatt mal Leute dazu animiert werden, sich an die Sachen zu halten. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Und dann hieß es, ich würde die Leute dazu aufhetzen, dass die rausgehen und Meerschweinchen klauen. Habe ich nie gesagt, darum ging es nie. Es ging nie um Meerschweinchen, es ging um gar nichts. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und jetzt steht ja das Gerücht im Raum, dass ja bald sowieso wahrscheinlich keine Raids mehr stattfinden. Es wurde ja die Safari-Zone verschoben, es wurde der Sea-Day verschoben, jetzt wurde die Raid-Stunde am Mittwoch, die immer kommt, findet auch nicht mehr statt, wird verschoben, jetzt haben sie alles mögliche, Lugia kommt nicht, wird verschoben und generell Raids finden noch statt, aber in einigen Orten hieß es, dass da gar keine Raids mehr auftauchen oder nur noch ganz wenig und dass seit 17. April wird es so sein, dass das irgendwie zurückgeschraubt wird und sein kann, dass bald wirklich gar keine Raids mehr da sind, aber sie arbeiten natürlich schon an einer Lösung, dass man eben anderweitig von zu Hause aus trotzdem dieses Spielerlebnis der Raids genießen kann. Da sind wir natürlich gespannt. Das ist also ganz aktuell, was da abgeht. Und toll, jetzt kann ich nicht mal ein Ei anmachen und Geschenke öffnen, weil mein Beutel voll ist. Jetzt muss ich hier wieder alles Mögliche wegschmeißen, was ich eigentlich brauche. Deswegen kann ich auch nie Rocket Stops machen, weil ich brauche ja alles. Was brauche ich denn nicht? Ich habe gerade mal 59 Bälle, Bruder. Dann schmeiße ich halt die ganzen blauen weg. Ich schmeiße die ganzen Hyperbälle weg. Auf jeden Fall das ein aktuelles, wichtiges Thema. Wir haben jetzt in letzter Zeit, muss ich ehrlich sagen, trotzdem auch Raids gemacht, aber da waren nicht viele Menschen. Da war wirklich, ihr dürft ja zu zweit rausgehen, also in Deutschland allgemein ist ja nur Kontaktverbot, ihr könnt trotzdem aber zu zweit rausgehen mit jemandem, der bei euch wohnt oder jemanden aus der Familie oder sonst was oder keine Ahnung. Und wenn ihr da zu zweit steht und zwei andere kommen im Auto angefahren und stehen auf dem Parkplatz 100 Meter weg, kommen aber auch an die Arena ran und ihr schreibt über das Handy rein und die machen das und ihr macht das, das ist doch nichts Schlimmes, das ist doch nichts Brutales. Ich finde immer noch, wenn ihr in den Supermarkt geht, ist das viel schlimmer, da einfach viel mehr Menschen um euch rum sind und wenn ihr durch die Gänge latscht, habt ihr einfach viel engeren Kontakt mit den Leuten da.
Deshalb, ich habe momentan weiter geradet, gesehen, dass ich jeden Tag meinen Raid-Pass wegkriege. Manche, die haben sich ja so zurückgeschraubt, dass sie wirklich komplett gar nichts mehr gemacht haben. Und was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ach so, genau, das Glücksei. Ich warte mal, wenn es 1.15 Uhr ist, gehe ich dann rein, dann weiß ich genau, dass es bis 1.45 Uhr läuft. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie das jetzt abläuft, wenn die das dann machen, dass sie eben diese Option einführen, dass ihr von zu Hause aus sozusagen dieses Erlebnis der Raids genießen könnt. Hätten sie das Boofen einfach legal gemacht oder erlaubt, dann könnte jeder effektiv spielen, so viel er will. Man müsste sich nicht in Gefahr begeben, da ist egal, ob da und da ein Sturm ist, ist egal, ob da und da die Seuche ausbricht. Ihr könnt einfach spielen, ihr fallt nicht irgendwo in den Abgrund runter, ihr werdet nicht überfallen, ihr sitzt zu Hause, ihr könnt trotzdem Raids machen, ihr könnt trotzdem Pokémon fangen, ihr könnt trotzdem Shiny sammeln, also... Ich sehe nicht, dass Boofen einfach nur was Schlechtes ist. Es gibt wirklich Leute, die eben aus Zeitgründen das nicht schaffen oder die körperlich verhindert sind, behindert sind, wie auch immer, die einfach nicht in der Lage sind, das mitzumachen, aber das trotzdem auch gerne zocken möchten, weil das trotzdem vom Inhalt her die Leute anspricht. Jetzt hoffe ich, ist es gleich Viertel. Wir warten mal ab, wie es weitergeht, wie sich das alles noch entwickelt und ob es jetzt, wie haben sie das gesagt? Ich weiß nicht, irgendein Wort vor Raids stand auf jeden Fall noch mit bei, wo ich einfach gar keine Ahnung habe, was das sein soll. Wenn es jetzt Viertel ist, mach mal auf jeden Fall dann die Geschenke auf. Jetzt ist es Viertel, wir gehen hier rein. Ich weiß nicht, ob wir da euch direkt jetzt so mitnehmen. Könnt man aber eigentlich. Ihr seht ja hier aktive Brain, Active Brain. Eigentlich reicht's, wenn ich es jetzt aufmache und euch dann zeige, wenn es einsteigt. Ich melde mich gleich zurück auf jeden Fall. So, jetzt müsst ihr gleich die Levelaufstiege sehen. Der Stefan Landei hat auch was aus dem Geschenk bekommen. Komm, flieg rein. Active Brain HL, 6000 Punkte auf jeden Fall. Dann haben wir Chill Out 247, 6000 Punkte. Grüße gehen raus an den Martin. Dr. Jekyll, 6000 Punkte bekomme. Noch dazu Eisen Fire. Auch 6000 Punkte. Elisa Huhn, auch gute Freunde, nochmal 6000 Punkte. S-Medics, gute Freunde, 6000. Fetti Krüger haben wir mit reinbekommen, 6000. Fish Place reinbekommen, Level 37. Der Aufstieg, wunderbar, nehmen wir natürlich gerne mit, 6000. Hexamin 72, noch dazu bekommen. Jason vom Kiez, auch noch dazu. Mr. Moonlord. Ich wische die immer oben weg. No Name, auch dabei. Paula Emperor, auch dabei. Ist, glaube ich, auch heute oder gestern erst reingekommen. Scanner Fee, Usedom 2018. Dann haben wir hier die Superfreunde. Peso 67, also 1967. Brainy 1970, kam noch dazu. Hardy 0815. Sowie Kennak 98, auch 20.000 Superfreunde. No Spoofer Girl. Ach, Pupsi. Was haben wir noch? Ramses Kitchen. Ein Nachmacher. Grüße gehen raus. Aber auf jeden Fall Speckrücken. Ne? Das ist mein zweiter Account. Was denn? Und der Buddy heißt noch. Was denn noch? Ne? Kann man auch machen. Und deine Mutter ist auch noch dabei. Das waren jetzt, glaube ich, die Aufstiege. Wir können ja noch mal ganz kurz. Wir brauchen jetzt also 2,5 Millionen für Level 38. Und das ist das Ziel. Das ist nämlich richtig heftig. Jetzt gehen wir aber auf Entwickeln, wenn ich es richtig schreiben würde. Und entwickeln einfach wieder bis drei Viertel ein paar Pokémon durch. Wie gesagt, da müsst ihr nicht weiter dabei sein. Mir war es wichtig, dass die Leute, die den Levelaufstieg ermöglicht haben, auch genannt werden, gezeigt werden. Viele werden dann wieder auf Level 2 kommen. Es ist bei Level 2 kurz davor ein paar Leute, die einfach nichts mehr schicken. Und ich dachte, okay, wenn die schicken und dann machst du dann auf irgendwann. Aber vielleicht wollen die selbst auch die Punkte abgrasen. Das beißt sich ein bisschen, weil man kann sich auch nicht absprechen. Ich weiß nicht, wer die Leute sind und... Wenn das so weitergeht und wirklich nichts ist, dann werde ich die wahrscheinlich dann auch wieder rausnehmen, obwohl wir einen Tag vor Stufe 2 waren, einfach damit ich neue Leute annehmen kann. Ich hatte nämlich heute auch wieder 14 Anfragen drauf, habe da auch etliche aussortiert, von denen ich kein Geschenk hatte und die mein Geschenk
nicht geöffnet haben seit mindestens ein oder zwei Tagen bei vielen, wo ich ewig nichts schicken konnte, habe ich dann endlich geöffnet und dann stande natürlich da vor mehr als zwei Tagen aktiv. Also da kann ich dann beim besten Willen gerade keine Rücksicht drauf nehmen, denn ich will ja den Account noch möglichst schnell hochleveln, wenn der dann rausgeht, wenn der große Account zurückkommt, dass der vielleicht auf Level 38 ist, damit ihr eben dann die Möglichkeit habt, da gute Pokémon zu fangen, dass das alles super ist, ihr die maximal maxen könnt. Also, dass ihr die komplett maxen könnt. Ich habe auch bis jetzt noch kaum Sternstaub ausgegeben. 1,7 Millionen hat er jetzt, glaube ich. Ja, 1,7 Millionen, wunderbar. Vielleicht schafft man noch die 2 Millionen, bis der rausgeht. Dann kriegt ihr einen Level 38er Account mit 16, 17 Shinies drauf und mit fast 2 Millionen Sternstaub. Das ist doch eine coole Sache. Ich glaube, das ist schon ein bisschen was wert. Manche verkaufen solche Accounts für 100 Euro. Und es gibt Leute, die kaufen die sogar für 100 Euro. Das verstehe ich beim besten Willen nicht. Ihr habt gesehen, wie einfach es eigentlich ist mit ein paar Tricks und Kniffen und einer Community. Aber also in kurzer Zeit so einen Account so ein bisschen hochzuziehen, selbst wenn man jetzt kein YouTube hat und das alles so nutzen kann. Es gibt ja so viele Seiten, wo ihr einfach euren Pokémon-Trainer-Code angeben könnt, wo ihr in irgendwelchen Börsen eure Codes hinterlassen könnt, ihr trotzdem geedit werdet und da viel passiert. Nutzt halt eure Eier effektiv und ihr müsst nicht unbedingt reincashen mit Geld oder so. Aber nochmal Grüße gehen raus, denn ab morgen, ich versuche das so zu timen, heute das Video. Adi hat auch heute Geburtstag. Ich werde versuchen, abends noch ein kleines Video zum Adi hochzuladen, so ein Geburtstagsvideo, irgendwas zusammengeschnitten. Und ab morgen werde ich versuchen, ich hoffe, es passiert nichts anderes bei Niantic, dass da wieder irgendwo die Bombe platzt. Aber ich werde versuchen, ab morgen dann die Genesect-Forschung zu zeigen, wo ich permanent gesagt habe, dass ich die nicht mache und dass ich die nicht kaufe. Wie es dazu gekommen ist, hättet ihr den Livestream am Montag geschaut, wüsstet ihr es. Wer es nicht weiß, der wird es spätestens dann also morgen erfahren, warum der Ramses plötzlich die Genesect-Forschung macht oder beziehungsweise machen muss. Die Zuschauer sind schuld, beziehungsweise ein Zuschauer ist schuld, aber irgendwie finde ich die ganze Aktion trotzdem richtig genial. Freue mich, feier das auch irgendwie. Also ich werde wieder zu jedem Kapitel bei der Genesect-Forschung ein Video machen und werde das dann hochladen. Heute eben dieser Levelaufstieg, dass die nicht so ewig warten müssen, dass das Video noch davor kommt. Das war es aber trotzdem von meiner Seite aus. Was sagt ihr zu den Raids? Wenn die Raids jetzt wirklich erstmal abgeschafft werden, wie findet ihr das? Findet ihr das schade? Habt ihr, wie gesagt, aktuell noch Raids gemacht? Oder seid ihr gespannt, was es jetzt für eine Möglichkeit geben wird von zu Hause aus? Was denkt ihr, was wird da kommen? Was könnten die wirklich machen? Was können die ins Spiel bringen? Und vor allem, belassen die das dann dabei und das bleibt für immer, sodass man dann die Wahl hat, zu Hause im Prinzip zu raiden oder rauszugehen und zu raiden? Weil bei vielen, die können ja auch nicht, wenn sie rausgehen, raiden, weil da einfach niemand ist oder einfach nichts los ist, keine Ahnung, keiner weiter spielt oder die Leute gerade keine Zeit haben. Also wenn es wirklich eine Möglichkeit gibt, eine Option zu haben, ein Raid-Erlebnis von zu Hause aus ins Spiel zu implementieren, dann wäre das ja trotzdem für Dorfspieler oder so eine gute Möglichkeit, noch mehr in dem Spiel machen zu können, ohne jetzt auf 1000 Leute angewiesen zu sein. Das aber dann eure Meinung, könnt ihr nochmal reinschreiben, was ihr dazu sagt, ne? Hier liegt eine komische Hülle rum, keine Ahnung, was hier, ne? Was ist da schon wieder los? Das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, peace out, Vorhaut, Tauboga, euer Ramses.